Ja, ich würde sagen, 18 Uhr ist, lass uns doch mal losstarten. Erstmal mit einer kurzen Vorstellung. Also ich bin die Manu, bin bei Komoot zuständig für die Mountainbike-Community und natürlich auch selbst sehr gerne mit dem Mountainbike unterwegs in den Alpen. Ich komme aus Tirol, lebe in Tirol, meine Homespots, früher der Wilde Kaiser, nun die Kalkkögel. Ich wohne in der Nähe von Innsbruck und bin aber auch neben dem Biken auch sehr gerne beim Klettern oder im Winter beim Skitouren. Genau, so viel zu mir. Und heute mit dabei ist der Martin. Magst du dich vorstellen? Ja, ein paar werden mich vielleicht schon kennen. Ich bin der Martin, bin Bike Guide und bin so Bike Traveler, Abenteurer, wenn man das sagen darf. Komme aus dem Tiroler Unterland und fühle mich in Tirol schon noch heimisch. Bin ja auch recht viel am Weg und daher meine Hotspots sind Friaul, also der ostliche Süden. Da ist es wirklich ganz cool zum Biken und die Stubaier Alpen, also auch mein Favorite, wirklich zentral um Innsbruck, coole Berge, gute Location und da verbringe ich recht viel Zeit. Komme eigentlich auch eher vom Wintersport, aber Wintersport habe ich irgendwie schon ad acta gelegt und probiere jetzt so 365 Tage am Jahr biken, also das nehme ich recht ernst jetzt schon, ja. Ihr seid ja auch im Winter sehr viel mit den Fatbikes unterwegs, oder? Ja, richtig, genau. Also das Fatbiken ist wirklich eine coole Geschichte und ist richtig Abenteuer. Da werden kleine Touren mit oft nur 400, 500 Höhenmeter zum Tageserlebnis, wo man dann hoch und danach noch drüber redet. Und das fasziniert mich. Das ist total konträr eigentlich in Tirol, weil man sieht nicht viel. Und da ist halt mehr so Skitouren, Skifahren. Und mit dem Fatbike lässt sich doch einiges auch machen. Ja. Ist ganz cool. Sehr cool. Da müssten wir mal mitnehmen zum Fatbiken. Auf jeden Fall. Und Cool. planen, was wirst du machen? Das Ja, kannst das kann man miteinander machen, das passt da. So, jetzt wollen wir natürlich euch auch ein bisschen kennenlernen. Jetzt schauen wir mal, dass das auch daherkommt. So, und zwar spiele ich jetzt mal eine Umfrage an euch aus. Die müsstet ihr jetzt sehen und wir bitten euch, dass ihr diese vier Fragen für uns beantwortet. Dann haben wir so ein bisschen ein Gefühl. Wie erfahren seid ihr schon im Bereich Tourenplanung? Und dann wissen wir auch, wie detailliert erklären wir denn die Dinge oder wie detailliert sollen wir denn die Dinge für euch erklären? Bis jetzt hat noch keiner gewotet. Geben wir mal ein bisschen Zeit. Jetzt geht's los. Siehst du die Ergebnisse A, Martin? Nein, ich habe nur Host- und Diskussionsteilnehmer, kann ich nicht wählen, rot, mehr habe ich nicht. Okay, das heißt, ich werde es mit euch allen teilen, was rauskommt. Aktuell schaut so aus, dass wir einen Mix haben. Also wir haben Leute, die noch nie selbst eine Tour geplant haben. Wir haben einige dabei, die ihre ersten selbst geplanten Touren hinter sich haben. Hat ganz gut geklappt. Das sind nämlich die meisten. Bei den meisten haben die ersten selbst geplanten Touren relativ gut geklappt. Und dann haben wir drei bis jetzt dabei, die sich sehr gut auskennen im Bereich Tourenplanung. Und fünf sind dabei, die haben auch schon bereits eine Tour geplant, was nicht so erfolgreich war. Ja, willkommen im Club. Die können uns dann gerne auch Fragen stellen, also immer gerne her damit. Dann haben wir hier, wie regelmäßig nutzt du Komoot, einige neue. Die meisten sind so einmal wöchentlich, also ist schon sehr viel. Und dann haben wir, welcher Mountainbike-Typ bist du? Da sieht man SAAC, woher die Leute kommen. Die meisten fahren am liebsten technische Single Trails. Also da wissen wir schon, wo heute so der Fokus drauf ist. Ja. Sehr cool. Einige sind auch dabei, die sagen, hey, ja, schöne Tour mit ein paar Flow Trails dazwischen. Und ja, also ist auch durchgemixt, würde ich sagen. Aber der Großteil ist wirklich bei den technischen Single Trails zu Hause. Genau, wir werden natürlich versuchen, alles abzudecken. Cool. Das gibt uns schon mal, würde ich sagen, ein sehr gutes Bild, oder? Was meinst du, Martin? Sehr gut, ja. Schaut sehr oder sehr homogen, das ist schon mal Genau, wichtig. Ja. Das ist schon ja. cool. Man hat jeder das gleiche Ziel, Single Trails und halt ein bisschen unbefestigte Wege, dann wird es schon relativ eindeutig, oder würde ich sagen. Ich würde auch sagen, genau. Ja, cool. Ja, bevor wir jetzt in den Bereich Tourenplanung gehen, haben wir jetzt auch noch mal kurze Vorstellung mitgebracht von SAAC und Komoot, dass ihr wisst, wo ist ein SAAC überhaupt und wo ist ein Komoot überhaupt. Martin, fang du mal an. Du musst mal sagen, wenn ihr die Folien weiter, weil ich bin ja zuständig fürs Klicken, du musst auch noch sagen, wenn ich Sagst du klicken einfach darf. weiter und dann
Weiter hast du, genau, stopp mal. Super, SHC im Überblick. Also das SHC Camp gibt es seit 2013 für Bikes. Da haben wir uns zu viert einmal zusammengesetzt und haben gesagt, das könnten wir ja nicht nur im Winter machen, sondern auch im Sommer, weil ja doch mehr Leute auf die Bikes jetzt umsteigen. Und 2013 war es nicht so extrem, aber in den letzten Jahren ist es ja wirklich expandiert, das Bike. Und gesagt, machen wir ein cooles Bikecamp, probieren wir einfach so Aspekte, was das Biken anbelangt, in ein Camp packen, so 1,5 bis 2 Tage und sind dann durchgestartet. Ich sehe jetzt auf der Folie das SHC im Überblick. Also es ist 98, 99 gegründet worden. Und da hat es einige SHC-Camps gegeben. Da gibt es natürlich Snow Climb Bike, Bike, wie gesagt, seit 2013. Und die Teilnehmerzahl, muss ich sagen, spricht auch für das Camp. Bei 28.000 Teilnehmern, muss ich sagen, ist einiges weitergegangen und sehr viele Leute haben eine Bewusstseinsbildung gekriegt für den Berg und mit dem Sportgerät am Berg. Und das finde ich halt die tolle Sache dabei. Nächste Folie. Die Fakten von unserem SHC-Bike-Camp. Zum einen ist es immer kostenfreie Teilnahme, ich sage aber, es ist gratis und nicht umsonst, es bringt recht viel. Und die Gruppengröße ist halt, da haben wir 8 Gruppen pro Guide, ist wirklich cool. Da kann man recht viel tun und da ist man noch relativ zügig am Weg und kann gut arbeiten. Und die Teilnehmeranzahl 32 Personen und ab 14 Jahren. Meistens sind dann die Eltern noch dabei und das ist danach, kann man natürlich auch variieren, ob man in der Gruppe ist oder eher nicht. Die Dauer wäre schon angesprochen, 2 Tage, wobei der erste Tag Theorie ist und der zweite Tag dann der Praxis. Nächste Folie. Thema Theorie. Die Theorie dauert ungefähr 3 Stunden. Das ist jetzt kein statischer Vortrag, sondern es ist mehr so eine Diskussion. Dann mache ich ein paar Themen über das Biken, über natürlich auch Tourenplanung. Das finde ich total cool, dass wir es jetzt so machen. Sicherheit am Berg, ein bisschen Fahrtechnik, alles, was man einfach Biken geht, redet man durch. Und das läuft über so eine PowerPoint-Präsentation mit Beamer. Und da muss ich ja die mal improvisieren, weil ich habe die craziesten Location da. Ich bin in einem Schloss teilweise, irgendwo bin ich in einem Tourismusverband im Keller. Also wir haben da immer ganz coole Sachen. Und da wäre schon gesagt, werden die ganzen Themen durchgegangen. Und auch natürlich die Ausrüstung, was wir so unsere Sponsoren kriegen, liegt da auf. Das kann man sich mal anschauen. Wie ist so ein Fullface-Helm? Genau, seht ihr jetzt da auf die Bilder. Was gibt es für Equipment für die Schuhe her? Voll Flats, voll Klick, da wird darüber diskutiert, Gräten und sogar Sonnencreme, da weil im Sommer scheint meistens ist es bei uns in den letzten Jahren, ist recht warm, da schützen wir sogar da dagegen. Also echt eine ganz coole Geschichte. Ja. Und sogar der Guide lacht, der Kult auf dem Foto. Die Augen zu. Augen zu und durch, sagt er, ja. So, nächste Folie bitte. Dann der Praxistag, der dauert einen ganzen Tag, da wird dann eigentlich geschattelt, also da wird ein Lift auf und nieder gefahren. Dann ist es ein kostenloser Verleih von gewissen Bike-Equipment-Sachen, Schoner, Helm, was man auffliegen kann, kann man ausleihen, wenn man es selber nicht hat. Und die geprüften Guides fahren dann in diese Gruppen, was ich schon erklärt habe, und vertiefen die Themen dann am Praxistag. Man geht halt dann durch, wenn man zum Beispiel jetzt Bremsspuren sieht im Trail und sagt, okay, das ist nicht fördernd, weil das ist nicht nachhaltig, oder gewisse Fahrtechnik-Skills geht man dann ein. Also ganz ein rundes Programm und aufgestuft in 4 Stufen, dass man sagt, wirklich von Anfänger bis Fortgeschrittenes und mit jeder auf seine Kosten kommt und nicht überfordert und dann nicht unterfordert wird, was wichtig ist. So, nächste Folie. Genau, da seht ihr ein Beindrücker, so läuft das an. Das wird größtenteils auf natürlich offiziellen Strecken durchgeführt, so Art Bikeparks oder Shared Trails. Da gibt es ja mehrere Termine, die blenden wir euch dann noch ein. Ihr habt es auch schon bekommen, im Vorhinein sage ich gleich dazu, Thema Italien heuer, also scheinbar gehen die Grenzen Mitte Juni auf und die SHC-Camps in Italien finden statt, die 2 Termine. Das ist mein aktueller Stand, bitte mit Vorbehalt, ich weiß natürlich nicht, was passiert, aber nur weil ich einige Nachrichten schon bekommen habe, schaut derzeit sehr gut aus und werden wir durchbringen. Ja. Sehr cool. So, das sieht man jetzt schon, heuer eher komprimiert, dieses Jahr komprimiert, weil wir einfach durch diese Covid-19-Geschichte natürlich einen Stopp drin gehabt haben und fangen Anfang Juli an. Und das geht dann bis eigentlich Oktober. Also wirklich sehr, sehr cool. Ja. Auch mit E-Bikes. Seit 2 Jahren schon mit E-Bikes, muss ich sagen. Genau. Die Termine können Sie auf SHC und direkt in Ruhe nachlesen. Das muss jetzt keiner aufschreiben. Und auch natürlich anmelden, wo noch was frei ist. Würde uns sehr freuen. Gut. Habe ich noch Folie? Nein, das bin jetzt schon ich. Jetzt bist schon du. Das ist Wahnsinn. So, Manu, dann leg los, ich bin gespannt. Ich mache es eher kurz, weil ich gesehen habe, viele kennen oder die meisten kennen Komoot schon oder sind bereits auf Komoot. Also Komoot ist eine Routenplanungs- und Navigations-App für den Bike- und Hike-Bereich.
Gegründet wurde Komoot in 2010 von ein paar Outdoor-Enthusiasten. Die kommen auch aus dem Kleinwalsertal. Da kennt man Komoot auch. Martin, weißt du, was Komoot heißt? Das ist eine gemeine Frage. Ich habe mir nie einen Kopf drüber gemacht. Ich habe gemeint, das sind die Anfangsbuchstaben von den Gründern. Nein, das ist ein Komoot, wie es wir erkennen. So, wir daten schließlich Quirig. Ja, es passt. Genau. Ja. Also easy, ich würde jetzt auf Englisch sagen, easy to use. Einfach ja. Hand zu haben. Einfach easy Hand zu haben. Und das ist es auch, würde ich sagen. Wir haben mittlerweile fast 11 Millionen Nutzer. Fast 70 Mitarbeiter, also ich müsste das vielleicht mal aktualisieren. Komoot gibt es mittlerweile in 6 Sprachen. Und ja, unser großes Ziel ist es, allen Menschen großartige Outdoor-Erlebnisse zu ermöglichen. Da auf dem Foto sieht man unser Team bei einem Teamtreffen. Wir arbeiten ja alle remote, das heißt, wir sind quer verteilt in ganz Europa und haben jetzt nicht wirklich ein Office, sondern jeder arbeitet von da aus, wo er arbeiten will. Sei es irgendwo am Strand oder eben in den Alpen, in den Bergen, in einem Coworking Space oder von zu Hause aus, ganz wie wir das wollen. Genau, so, jetzt wollte ich weiterklicken und das geht nicht. Jetzt. Ja, Komoot verändert die Art, wie Menschen die Natur entdecken. Wie machen wir das? Erstmal liefern wir Inspiration, das schauen wir uns dann nochmal ein bisschen im Detail an. Wir haben ein sportspezifisches Routing, das ist ein schwerer Ausdruck. Warum ist das so wichtig? Ein Rennradfahrer hat natürlich ganz andere Bedürfnisse an eine perfekte Strecke als ein Mountainbiker. Und das berücksichtigt unser smarter Algorithmus. Man kann bei uns mobil oder am PC planen. Dazu muss ich sagen, das Coole ist, wenn du irgendwo unterwegs bist und schauen willst, wo ist denn der nächste Trail und ich will mir schnell eine Tour von A nach B planen. Das funktioniert super. Dazu sei aber gesagt, wenn ich jetzt wirklich eine längere Tour planen will, mir wirklich alles im Detail anschauen will, dann vielleicht Satellitenbild nochmal anschauen will, wie schaut denn das im Detail aus? Es macht Sinn, eine Tour wirklich am Desktop zu planen, eine längere Tour. Ich glaube, Martin, da bist du auch meiner Meinung, weißt einfach... Genau. Es muss wirklich so ein Szenario sein, dass man sagt, okay, man verlängert gerade sein Bike um 3 Tage, ich habe gar keinen Laptop mit oder keine Möglichkeit. Dann finde ich das super, am Handy zu machen, aber die Übersichtlichkeit hat man eigentlich nur am PC. Das werden wir dann eh sehen. Wahnsinn, und die Software so viele coole Features hat, die was ich einfach am Handy fast übersehe und am PC geht das einfach super. Genau, manche Sachen gehen auch gar nicht am Handy. Cool, vielleicht dann auch noch mal drauf eingehen, wenn wir dann beim Planer sind. Deswegen eben nehmt euch bitte die Zeit, wenn ihr wirklich eine längere Tour plant. Ja, und dann haben wir nur Sprachnavigation, die kann man ein- oder ausschalten, wie man das haben will. Und Offline-Karten, und das ist natürlich cool, die Offline-Karten, weil jetzt beispielsweise, nicht nur, dass man vielleicht mal kein Netz hat, aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was wir hoffentlich bald wieder können, ich will in die Schweiz zum Biken. So, dann kennt man ja das Problem mit den mobilen Daten, das kann sehr schnell sehr teuer werden. Und so kann ich es halt einfach vorab runterladen, die Tour, und dann schalte ich mein Handy auf Flugmodus und los geht's. Ja, macht einfach Sinn. Dann auch die Batterie natürlich, wird natürlich auch geschont, hebt natürlich länger. Also es macht Sinn, dass man teilweise die Karten wirklich offline runterlädt. Ich weiß nicht, Martin, machst du das auch regelmäßig? Oder wenn ja, also wenn dann nur offline, würde ich sagen, weil es einfach, wenn eine Unterbrechung stattfindet und man kriegt das nicht mit und dann in einem Funkloch fällt, wo kein Netz ist, das mag auch mit Roaming funktionieren, das ist einfach kein Lack. Also wirklich, wenn das... hart auf gehen sollte, bin ich Offline-Fan. Ja. Weil wenn es offline immer geht, dann geht es Ende schon immer. Ja, genau. Ja. Natürlich kann man es ergänzen mit online, wo die Möglichkeit ist, so einen WLAN-Spot. Aber meistens ist man dann nicht Single Present, wie man das schnell geht. Genau so ist. Ja, und was man nur natürlich bei uns machen kann, seine Erlebnisse mit der Community zu teilen. Und da schließt sich ja dann also ein bisschen der Kreis, weil man ist ja dann eigentlich selbst ein Teil für andere, ein Teil der Inspiration. Und das werden wir dann auch nochmal im Detail sehen. Wer denn da, beispielsweise der Martin ist ja auch auf Komoot eine Inspirationsquelle für andere. Das werde ich dann auch noch zeigen. Genau. Ja, da geht es eigentlich eh schon genau mit dem los. Man muss ja quasi eine Route nicht komplett selbstständig planen, sondern man kann sie ja erstmal inspirieren lassen. Und ja, da würde ich jetzt gerne mal von Martin hören, wie lässt du die inspirieren? Ja, du da? Welche Channels oder wie schaut das bei dir aus? Also ich muss sagen, die coolsten Routen oder die Sachen habe ich einfach gefunden, wenn ich schon mal in einer Gegend war.
Also ich bin wohin gefahren und dann habe ich da was entdeckt und mir gedacht, war cool, ich schaue gleich cool aus. Dann habe ich daheim gegoogelt oder habe ich dann mal irgendwo nachtelefoniert oder nachgeschrieben und dann bin ich wieder auf was gekommen. Also im Netz direkt einfach sagen, pauschal geht das und sich auf das 100% verlassen würde ich nicht. Und einfach viele Quellen, so viel wie möglich, sucht euch die im Vorhinein. Eine gute Recherche ist immer gut, weil dann wird natürlich das Endprodukt besser. Und dann bin ich bei der Planung viel schneller. Und das nutze ich eigentlich immer, oder? Und wenn ich oft in einem Gebiet bin wie Dolomiten und sehe einen anderen Berg, denke ich mir, wow, cool, da geht was. Dann gehe ich dann einmal auf Komoot auf die Karten zum Beispiel, schauen wir das auf der Karten an, denke mal, machen wir ein Foto vielleicht gemacht, schauen wir das an, okay, könnte passen. Und dann lege ich los. Und das ist für mich so ein bisschen mein Feedback, mit dem ich immer arbeite, ja. Cool. Das heißt aber auch von deiner Seite her, es macht schon Sinn, dass man einfach schaut, wer ist denn da local, von der uns ein bisschen Info einholen und dann immer erst. Leute aus der Region auch kontaktieren, ist das oft möglich oder wie ist mit der Vegetation in einer gewissen Art? Es gibt ja Gegenden südlicher, da ist die Vegetation voll mit Dornen, danach schaut man aus wie ein Stachelschwindel. Oder bei uns Vegetation, wenn man sagt, war cool, das ist ja eine mega Tour und dann schreibst du ihn aus der Gegend, ob das möglich ist und der sagt, ja klar, aber erst im Juni, weil wir liegen auf 3000 Meter, da liegt ein Schnee oder so. Das muss man alles einfließen lassen. Richtig. Mhm. Unbedingt damit die Leute aus der Gegend reden, weil die wissen natürlich am meisten. Sehr cool. Und das kann man jetzt beispielsweise auch auf Komoot machen. Das habe ich natürlich auch schon mal vorbereitet mit einem Beispiel. Das sind diese Freeride Inc. Austria. Ich weiß nicht, kennst du die, Martin? Komisch. Nein, aber werden wir mal anschauen. Aber ich habe natürlich genau dieses Beispiel schon mal vorbereitet. Wenn man da sieht, super schöne Collections von Freeride Inc. Austria. Die sind wohl so ziemlich überall Locals. Ob im Fischka oder Elba. Also das ist halt einfach cool, wenn man so ein paar Leute weiß auf Komoot, die ähnliche Sachen machen wie einer selbst. Dann kann man sich da natürlich super coole Inspiration holen. Und das Lässige ist da, wenn ich mir die Touren von einer anschaue, ich kann die auf meine Bedürfnisse aber auch anpassen. Das heißt, wenn ich einen anderen Startpunkt habe oder ein Trail ist mir zum Beispiel zu schwer, den sie fahren, kann ich vielleicht schauen, okay, nehme ich da was anderes mit. Das schauen wir uns dann im Detail an. Ich wollte es jetzt nur da einmal zeigen. Als Inspirationsquelle, andere Nutzer, super Geschichte. Also ich würde euch empfehlen, dass einfach den richtigen Leuten folgt, wo ihr sagt, hey, da kann ich mir coole Tipps holen. Natürlich kann man auch Touren kommentieren von denen, bekommt dann auch immer wieder Antworten, hey, mach so, mach so. Also einfach schön zu sehen, dass das so gut funktioniert mit der Community. Eine zweite Inspirationsquelle kann Entdecken sein. Das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Und zwar könnt ihr entweder, oft weiß man ja, wo man hin will, oder man lässt sich einfach komplett inspirieren. Man geht mal rein in das Entdecke-Touren, sagt, okay, ich will Mountainbike-Touren machen. Was hat denn da Komoot, was schlägt mir Komoot da vor? Und dann sehe ich da schon einiges an Vorschlägen, kann das natürlich auch noch kategorisieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, nein, ich gehe beispielsweise, ich möchte Transalp machen, dann lasse ich mir da einfach fixfertige Vorschläge geben. Könnte mir das anschauen, kann man das anpassen, wie ich will und schon geht's los. Oft ist es aber natürlich so, was der Normalfall ist, dass ich weiß, wo ich hin will. Also entweder irgendwo zu Hause oder aber ich sage jetzt zum Beispiel, wenn die Grenzen dann wieder offen sind und wir dürfen, ich wollte unbedingt immer schon mal nach Davos, weil ich gehört habe, hey, so geil zum Biken. Ich weiß nicht, Martin, warst du schon mal in Davos zum Biken? Nein, leider noch nie. Auch noch nicht? Aber hast du auch schon gehört, oder? Gehört haben wir es, jetzt schauen wir mal rein. Jetzt schauen wir mal rein, genau. Und dann kann man sich natürlich auch so inspirieren lassen. Und das Coole da ist, man kann seinen Radius verkleinern, wenn man sagt, ich will wirklich direkt in Davos starten. Man kann wirklich die Tourdauer anpassen, dass ich sage, okay, ich will mindestens 1,5 Stunden beispielsweise unterwegs sein, bis zu 5 Stunden, sagen wir mal. Das kann ich alles anpassen auf meine Bedürfnisse. Wenn es denn dann geht, das dauert immer ein bisschen. Sollte bei euch schneller gehen, das ist so mit Videocall, ist es dann oft ein bisschen langsam. Und man kann auch einen Schwierigkeitsgrad angeben. Da sage ich gleich dazu, Schwierigkeitsgrad, da heißt nicht Single Trails, sondern Schwierigkeitsgrad heißt so viel wie lang, wie ausdauernd ist die Tour. Nur, dass das schon mal wisst. Könnt ihr jetzt auch noch angeben und dann schlagt es mir fixfertige Touren vor. Ich muss die natürlich nicht genauso übernehmen. Das Coole hier ist, ich kann mir da Inspiration holen, klick dann rein, entweder ich gehe auf Anpassen oder ich klicke in die Tour und kann mir da wirklich die Tour so anpassen, wie ich die brauche. Beispielsweise gehe ich jetzt mal da her und könnte jetzt, wenn ich sage, na, zu viel will ich nicht anpassen, so weit bin ich noch nicht mit dem Planen, ich nehme die Tour so,
aber ich will einen Startpunkt verändern. Das machen wir jetzt einfach mal, dass man es sieht, wie das geht. Was ich da kurz einschmeiße, ist natürlich super cool für das Feature, weil es könnte zum Beispiel die Tour in Original nehmen, das mache ich immer, und dann verändert es die Tour ein wenig kürzer. Es nimmt zum Beispiel eine Tour mit 8 Stunden, macht eine schöne Wettertour, weil es sagt, cool, da kann ich einmal sitzen und schauen. Gleichzeitig macht es aber die Tour nur einmal mit einer kürzeren Variante, weil es könnte am Nachmittag Unwetter kommen. Und dann habt ihr die Variante kurz und lang und habt eigentlich relativ wenig Aufwand. Und das finde ich halt cool. Also das ist eine super Sache. Dann haben wir gleich 2 Touren aus einer gemacht. Und wenn ich das so planen müsste, bin ich sicher lang am Weg, weil ich die Informationen nicht habe. Aber da weiß ich, es funktioniert. Und daher kann ich es auch machen. Das finde ich sicher super. Das ist ein super Tipp. Ja. Sollte ich vielleicht auch öfter machen. Ja, immer 2 Varianten. Irgendwann hat man auch so viele Varianten, oder ich habe so Varianten, dass ich immer weiß, wie eine Variante kurz kommt. Ganz schön viel Offline-Daten. Ja, da gibt es was zusammen, ja. Wahnsinn. Na cool, das ist aber eine coole Idee. Werde ich mal in Zukunft auch zu Herzen nehmen, auf jeden Fall. Wir haben auch schon oft on the go umplanen müssen. Das funktioniert ja, ja. Dann auch, aber gescheiter ist wahrscheinlich, dass wir 2 Optionen haben. Also da gebe ich dann eine Ausstiegsvariante, dass man sagt, okay, man hat es und man macht daraus eine Halbtagestour und eine Tagestour im gleichen Gebiet. Dann habe ich abends immer eigentlich einen Erfolg, weil dann sage ich, okay, war ein halber Tag, war ein Wetterumschwung etc. war super cool, war es ein ganzer Tag ebenso super cool. Und sonst müsste ich vielleicht eventuell die Schulerstraße wieder abfahren und so. Das ist halt fast schon. Also so würde ich das machen. Na, das ist cool. Das wäre in Zukunft, das wäre mir jetzt auch zu Herzen nehmen. So, was ihr dort machen könnt, ihr könnt die komplette Tour anpassen, wie ihr das wollt. Das sehen wir dann bei der Tourenplanung selbst. Jetzt zum Beispiel zeige ich nur mal, wie ihr den Startpunkt einzig verändern könnt. So, das machen wir jetzt so. Komoot passt das automatisch an. Also ich habe jetzt nichts anderes zu, als dass ich den Startpunkt zu diesem Parkhaus gesetzt habe, weil ich da losstarte. Dann gehe ich auf Tour speichern und that's it. Und dann könnte ich eigentlich mit einer fixfertigen Inspirationstour sofort loslegen. Aber wir wollen ja natürlich auch lernen, wie wir selbstständig planen können. Also das ist jetzt nur mal so zur Inspiration, wie man es auch ganz, ganz schnell machen kann. Eine Tourenplanung an sich braucht natürlich um einiges länger. Jetzt muss ich nur schauen, wo ich meine Folie habe. Da haben wir es. Und das wird jetzt der nächste Schritt sein. Wir planen selbst. Und vielleicht ein paar Worte erstmal von dir, Martin, zur Tourenplanung an sich. Was würdest du sagen für so eine, sagen wir mal, wir haben einen ganzen Samstag Zeit, so eine Tagestour in einem Gebiet, wo du noch nie warst, gehen wir mal davon aus. Wie viel Recherche brauchst du? Oder was würdest du sagen, du kennst das Gebiet nicht, du kennst einen Local, mit dem telefonierst erstmal. Wie viel Recherchezeit kann man das so Daumen mal bi sagen? Ja, wenn man jetzt wirklich wen kennt aus der Gegend, der was man Tipp gibt und was es aufarbeitet, dass man sagt, man holt sich noch Side-Information dabei, also wirklich, dass ich sage, eine coole Hütte, vielleicht einen coolen Badeplatz oder einen guten Aussichtspunkt noch. Ja, dann würde ich sagen, so eine Stunde, eineinhalb Stunden, dann bin ich super aufgestellt. Dann habe ich auch wieder 2 Varianten geplant, wo ich sage, eine lange, eine kurze habe ich und habe mir die dann vielleicht einmal dann schon aufs Handy geladen, habe das probiert, ob das funktioniert, habe mal Google Earth vielleicht aufgemacht, mir das da angeschaut und so. Und weiß dann wirklich Bescheid, okay, ich kann losstarten. Weil am Tourentag bin ich immer der Meinung, soll sie wirklich funktionieren. Also wenn wir 3 auf Tour gehen, dann bin ich auch nicht in der Früh am Weg und denke mir, okay, war das jetzt so oder wie war das jetzt? Nein, da soll es schon einen Faden haben, weil es ist ja dann alles eigentlich die tote Zeit. Und wir aber zu Hause eine halbe Stunde länger planen und halt in der Realität einen halben Tag aus. Ja. Aber mit dem Zeitaufwand müsst ihr ungefähr rechnen. Okay, gut zu wissen. Ja, genau. Wir werden jetzt einmal ein bisschen in den Komoot-Routenplaner reinschauen, wie ihr da am einfachsten eure eigene erste Tour planen könnt. Dazu ein bisschen eine Info zum Routenplaner von Komoot. Also unser Kartenmaterial kommt aus OpenStreetMaps. OpenStreetMaps ist eine Open-Source-Plattform. Das ist, kann man sich vorstellen, wie Wikipedia. Also das heißt, jeder kann dazu beitragen. Wenn also mal ein Trail nicht eingezeichnet ist bei Komoot, ist ja auf OpenStreetMaps nicht drin. Und jeder kann hier beitragen, diese Daten zu aktualisieren, sollte man sich aber schon ein bisschen besser auskennen. Also da sollte schon ein bisschen ein Wissen dabei sein, was mache ich da, stimmt das so? Ich weiß nicht, ich glaube, der Martin, ich glaube, du bist da schon auch fleißig dabei, dass du auf OpenStreetMaps auch Wege pflegst, bin ich da richtig? Ja. Ja. Das ist halt oft die Problematik an so Karten, so wie bei Wikipedia, wer prüft es wirklich eingänglich? Weil es ist natürlich bei einem Schriftstück wesentlich einfach, aber bei so einem Weg, ich habe natürlich viel Ausschmiss drin, sicher auch 10%, was nichts ist, gell, von den Touren. Das liegt an der schlechten Planung, das liegt am Weg, Kategorie passt nicht.
dann habe ich einen Abstieg von 1000 Höhenmeter und Abschieben habe ich auch schon gehabt, passiert. Aber Das nur so passiert. wird man besser oder so recherchiert man vielleicht dann wieder mal besser. Das gehört komplett dazu. Also die ersten Touren können 5 Touren dabei sein, die funktionieren bei euch, und dann können aber 10 Touren dabei sein, wo es einmal nicht so läuft. Gell? Aber das ist noch lange kein Grund zum Aufgeben. Nur im Gegenteil, der Entdeckergeist wird ja viel größer dadurch. Also man probiert dann auch viel mehr und denkt sich, okay, was ist jetzt halt nicht funktioniert, auf was achte ich? Und mit dem lebt man. Genau. Und wie gesagt, die Basis, OpenStreetMap, finde ich eine Hammerbasis, weil vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, wo ich Biken, wo ich schon Biken war, da haben wir like gefragt, wow, geht das? Oder was ist da mal wandern? Ist das möglich? Und dann hat man das einfach so gemacht. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und heute hat man mit ein paar Klicks Höhenmeter, Kilometer, Schwierigkeit, Ausrichtung und Wahnsinn. Und am Handy und am Smartphone. Das ist ja Gottmodus. Genau. Da sei nur dazu gesagt, immer OpenStreetMaps ist zu, ich würde fast sagen, zu 99% passt es eigentlich so weit, ja, würde ich ja mal sagen. Nur muss man natürlich immer, ich vergleiche das ganz gern mit, wenn man mit dem Auto fährt, mit Google Maps. Ich meine, man hört es immer wieder, dass Leute dann irgendwo, keine Ahnung, an See reinfahren mit dem Auto oder irgendwo unterwegs sein, wo kein Weg mehr ist. Natürlich ist ein Routenplaner, der hilft dir, wirklich einen geilen Tag zu haben, aber trotzdem muss man nachdenken. Also macht das jetzt schon Sinn? Stimmt das jetzt, was mir die Karte da sagt? Weil die Karte ist natürlich nur so gut, wie vom Menschen gepflegt. Also, und da können Fehler passieren, das wissen wir. Und deswegen bitte immer nochmal doppelt checken, macht es Sinn, dass jetzt da vor oder nicht. Ich kann nur sagen, 99% passt das eigentlich, aber es kann auch mal so sein, dass ihr dann sagt, so, boah, nein, das kann nicht stimmen, da muss ich nochmal schauen. Also bitte immer ein bisschen dann auch aufpassen. Genau. Das ist wichtiger. Ja, genau. Ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt einmal einen Routenplaner an. Mit einem Beispiel, dass ihr das wirklich seht, wie könnt ihr jetzt halt einfach einmal komplett selbstständig planen. So, da geht ihr einen Routenplaner bei uns rein und dann entweder ihr orientiert euch an der Karte. Ich sage jetzt einmal, meistens weiß man aber, wo will ich denn hin? Und dann kann ich mir einfach hier mal einen Startpunkt eingeben. Ich war schon lange nicht mehr in Kirchberg und ich glaube, weil dann kannst du nämlich auch ein bisschen Feedback geben, das ist vielleicht ganz cool. Dann kommt man da an, ja. Stimmt. Genau, dann machen wir mal Kirchberg. Das setzen wir uns jetzt halt einfach mal als Startpunkt. So, und jetzt halt orientiere ich mich normalerweise immer so ein bisschen an der Karte und dann sieht man schon diese ganzen lilanen Linien. Was ist das? Also das sind die offiziellen Mountainbike-Routen. Hat noch nichts mit Single Trails zum Tor, sondern das sind offizielle Mountainbike-Strecken. Und dann, was ich dann mache, ich muss jetzt unser Fenster ein bisschen verschieben, sonst kriege ich da nicht zu. So. Und dann kann ich jetzt einmal reinzoomen und orientiere mich einfach einmal ein bisschen. Also so mache ich. Ich weiß nicht, wie es du machst, Martin, so in der Karten. Blendst du da das vielleicht immer ein bisschen aus? Also wenn ihr euch die Leisten alle mal ausblendet, dann habt ihr die Karten einfach größer da. Das kann auch sehr, sehr hilfreich sein. Es kommt aufs Gebiet drauf an, wenn ich das Gebiet schon ungefähr kenne, wo ich bin. Wenn ich das natürlich Gebiet überhaupt noch nicht kenne, wenn ich jetzt in die Westalpen umgehe, wo ich noch nie war oder so, dann muss ich natürlich auch alles ausschalten, dann muss man mich orientieren und dann ist mir hilfreich an jedem Punkt, weil da kenne ich ungefähr die Sachen. Okay, das weiß ich, Jochberg weiß schon, was umgeht, aber das ist schon cool, wenn man alles ausschalten kann. Ja. Genau. So. Jetzt orientieren wir uns ein bisschen. Es ist bei euch schneller. Also es ist ein bisschen überlastet mit Webinar und Karte. Ihr seht, es ist alles ein bisschen langsam. Aber eben normalerweise gehe ich eben so rein, vergrößere mir das alles ein bisschen, zoome da rein, dass ich einfach ein bisschen einen Überblick habe, wo ist denn was. So, jetzt sehe ich bin da direkt in Kirchberg und was will ich jetzt? Also man muss immer bewusst sein, wie viele Höhenmeter will ich denn ungefähr machen, wie lange habe ich denn Zeit? Und was will ich denn auf meiner Tour? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, so ein Kirchberg, ich weiß, es gibt super schöne Bergseen und meiner Meinung nach war jetzt ja eigentlich das schönste Ziel, irgendwo ein schöner Bergsee und danach ein lässiger Trail runter. Und wenn ich mir das jetzt da so anschaue, sehe ich da überall Seen und sehe, da müssen auch ein paar Wege raufgehen. Sehe ich jetzt aber noch nicht genau, deswegen zoome ich ein bisschen weiter rein. Und was dann, du da sagen musst zur Tourenplanung, jetzt kurz unterbricht, was da euch einen Tipp gibt, wo so Gondeln drin sind, das ist ja da der Fall, man sieht die ganzen Aufstiegshilfen, sind das natürlich alles Speicherseen. Und diese Speicherseen müssen wir in der Zufahrtsstraße haben, weil die sind ja erbaut worden, das sind nicht natürlich. Daher habt ihr eigentlich super Infrastruktur und ausgewiesene Wege zum Rauffahren.
Das ist woanders nicht immer der Fall. Wenn woanders der Bergsee ist und keine Aufstiegshilfe ist, kein Gondel, müsste davon ausgehen, dass er Natur ist und dann hat er nicht immer Möglichkeit, direkt zum See zu biken. Schieben drum okay, aber das ist ein kleiner Tipp von mir. Also da hast du die Möglichkeit. Ist auch ein guter Tipp. Dann gehen wir da noch ein bisschen rein, weil dieser Ermbach-Höhe See, das schaut ja schon mal sehr gut aus, oder? Was machst du? Du kennst ihn? Das ist ein Highlight. Ich kenne ihn, das ist echt einer von den besten. Sehr cool. Dann schauen wir uns das an. Und das Coole ist, man sieht diese roten Punkte. Und jeder, der noch nicht so viel mit Komoot zum Tor gehabt hat, wundert sich jetzt vielleicht, was ist denn der rote Punkt? Das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Dazu blenden wir auch die Seitenleiste, dass wir ein bisschen Info dazu kriegen. Jetzt kannst du diese roten Punkte anklicken. Oh. Und dann sieht man schon, was einen da erwartet. Diese roten Punkte sind Highlights. Und diese Highlights kommen zu 100% aus der Community. Das heißt, das ist ein Nutzer, der sagt, hey, das ist ein mega schöner Punkt. Also das kann ein Single Trail sein, also es kann auch ein Segment sein. Das kann ein Speichersee sein, das kann ein super schöner Ausblick sein, ein Wasserfall, whatever, wo einfach ein Nutzer oder eben dann mehrere Nutzer sagen, hey, das ist ein super schönes Highlight, da müsst ihr unbedingt hin. Das heißt, das ist eine Empfehlung der Community. Und dann kann man sich das im Detail anschauen, ob das, weil natürlich jeder hat auch eine Bedürfnisse, ist das auch etwas für mich? Dann schaue ich mir das an, speichere sie Ermbachhöhe, speichere sie mit klasse Ausblick, cool, wie könnte man jetzt da auch noch die Fotos anschauen. Also ja, ist schon ziemlich cool und ich glaube, da könnte man dann auch noch reinspringen für eine kleine Abkühlung. Cool, das setze ich mir jetzt einfach mal als Ziel. So, da kann man natürlich noch umstellen, welche Sportart man will. Wir gehen jetzt mal ganz normal Mountainbiken, da erkläre ich dann auch noch ein bisschen was dazu. Ich kann hier meine Fitness einstellen. Wenn ich mir das jetzt anschaue, Martin, du kannst das einschätzen. Komoot sagt mir jetzt, wo bis oben, bis zur Ermbachhöhe, werde ich 1:35 unterwegs sein. Und ich habe jetzt angegeben, ich bin sehr sportlich. Was würdest du jetzt dazu sagen? Passt das soweit oder würdest du das umstellen? Oder? Ja, sehr sportlich ist man da wirklich, wenn man so kalkuliert, knapp 1000 Höhenmeter in 1,5 Stunden. Das ist schon wirklich eine Ansage, gell? Also da ist man sehr zügig am Weg. Da würde ich auf jeden Fall, wenn man sich sehr sportlich fühlt, ich würde immer Stufen drunter gehen, weil man weiß oft nicht, was auf der Tour kommt. Gut in Form würde ich nehmen, wenn ich dann sportlich bin. Also das eine ist wirklich Profi. Ja. Jetzt sind wir auf 2 Stunden, das waren dann pro Stunde 500 Höhenmeter. Wenn es alles gut läuft, wie muss ich sagen, ist ungefähr unser Schnitt. Also zu 500 Höhenmetern treten wir. Ja, da würde ich mich ausziehen, wenn ich durchfahre, ohne Pause, also effektive Fahrzeit, ja. Okay, cool. Dann lassen wir das jetzt einmal so, auf gut in Form. Und dann, jetzt sind wir aufgefahren, aber wir wollen ja, wir haben ja gesehen, es sind einige dabei, die ja eigentlich am liebsten Single Trails fahren. Für das sind wir da. Jetzt blenden wir da einmal für eine bessere Übersicht, blenden wir mal das Höhenprofil aus, das braucht man jetzt dabei nicht. Und dann sehe ich eben da schon diese rote Linie. Und das sind die Trails. Also das heißt, diese da sieht man blaue Linie, da sieht man rote Linien, da ist was Schwarzes. Also bei uns sind die Single Trails gekennzeichnet in Farben. Das heißt S0, S1 ist in blau, S2 ist in rot, S3 aufwärts ist in schwarz. Martin, vielleicht willst du ein bisschen erklären, was es mit der Skala auf sich hat? Ja, das wissen vielleicht einige von euch. Die Single Trail Skala, die hat sich recht stark durchgesetzt. Die wird kategorisiert so in Stufen. Die fängt bei S0 an und endet so bei den meisten Kurvenfahrern bei S4, S5. Das ist wirklich schon richtig schwer. Also Spaß macht es mir meistens bei S2, S3. Das ist fordernd, aber noch machbar, wenn man ein bisschen Kopf mehr langsam wird. Und da würde ich euch den Tipp geben, übertreibt es nicht. Also wenn es die Gegend nicht kennt, nehmt es nicht die schwierigere Stufe, schaut euch das da vorne an, wie das so ist, weil doch 1000 Höhenmeter rauftreten ist eine Ansage, gerade mit einem Bike, was abfahrtsorientiert ist. Und dann in einen Singletrail einsteigen, der was richtig knusprig ist, da muss man ein bisschen aufpassen, weil da wissen wir, dass man sich irgendwann überfordert mit der Sache. Den Vorteil, was man da hat, man hat den Weg kategorisiert und bei anderen Karten hat man einfach nur oft Punktierung oder Strich hier drin und muss den einfach erfahren, wortwörtlich. Gell? Erfahren. Da ist man schon mehr erfahren, wenn man erfährt, und da hat man das drin, die Info. Genau, dazu sei aber noch gesagt, also diese Farben, die ihr hier jetzt bei mir seht, hat man bei Komoot Premium. Das ist ein extra Package. Keine Angst, wenn ihr das Komoot Premium Package nicht habt. Seht ihr die Trails trotzdem, also ihr seht trotzdem, ob das ein S2 oder S3 Trail ist, dann müsst ihr einfach weiter reinzoomen und dann steht das auch, also dann steht da auch S2. Dann habt ihr das zwar nicht in Farbe, aber ihr seht S2 und wisst Bescheid. Genau.
So, dann würde ich sagen, das ist ein mega langer Trail. Ja. Farbemäßig muss es ein S2-Trail sein. Stimmt das? So, und jetzt schauen wir mal, ob da irgendjemand, also das ist mein Fleckalm, ob da jemand ein Highlight, weil dann könnten wir uns halt das auch anschauen. Und das Coole ist, natürlich ist da auch ein Highlight erstellt, weil von dem habe ich schon öfter gehört, von dem Fleckalm-Trail. Der soll ziemlich cool sein. Einer von den längsten Tirol, wenn nicht sogar der längste. Also klar, dass da auch ein Highlight existiert, wenn der so bekannt ist. Und das Coole ist eben hier, man sieht sofort, hey, 48 Fotos sind da hinzugefügt von der Community. Und dann bekommt man hier auch noch Tipps, was einen erwartet. Also das ist ja immer cool, dass man eben ein bisschen was erfährt. Worauf muss ich mich einstellen? Weil jetzt nur S2 sagt mir zwar, okay, was heißt das ungefähr? Aber es ist immer cool, von der Community zu hören, auf was kann ich mich einstellen? Genau. Teilweise sind dann auch, ja, hier ist zum Beispiel sogar ein Video dabei und dann, ja, dann weiß man wirklich, was einen erwartet. So, das setze ich mir. Offizieller Trail, muss ich sagen. Ist halt ganz offizielle Strecken, ist freigegeben natürlich. Und der hat auch den Vorteil, dass sie gewartet wird, oder? Also die behält diesen Zustand, weil Naturtrails oder Naturwege, die was nicht immer gewartet werden, könnten ja stark verschlechtert werden und dann werden sie nicht mehr instand gesetzt, oft so gut. Also da mit S2 durchgängig, das ist vollkommen richtig. Cool. Dann setzen wir das mal als neues Ziel. Und dann haben wir die Tour quasi soweit mal fertig. Soweit. Da gibt es natürlich dann noch einiges an Feintuning. Was ich jetzt hier sehe, mein Start- und Endpunkt ist ein anderer. Man wäre jetzt nicht wirklich super kompliziert, von dem Punkt zu dem zu finden. Ab und zu ist es aber so, dass das ein bisschen weiter auseinander geht und ich mir wünschen würde, dass Komoot das wirklich zusammenfügt. Das kann ich ja machen, indem ich einfach sage, okay, ich will Hin- und Rückweg, Komoot, mach mal. Und ja, dann sieht man es eh, dann ist es verbunden, dann habe ich meinen Start- und Endpunkt denselben Platz, weil meistens muss ich ja irgendwie dahin zurück. So, jetzt gehen wir jetzt aber wieder nur Hinweg, weil wir sind noch nicht fertig, würde ich sagen. Wir brauchen jetzt 2 Stunden 32 und eigentlich habe ich den ganzen Nachmittag Zeit, den würde ich jetzt schon gerne noch nutzen und vielleicht noch das ein oder andere mitnehmen. Und dann orientiere ich mich da wieder so ein bisschen und schaue, was ist denn da noch so los, ob ich da nicht irgendwas Cooles noch mitnehmen kann. Und wenn ich jetzt da schaue, dann sehe ich hier nochmal 2 coole Trails. Ja, könnte man, wenn ich mir das jetzt auch die Höhenlinien, also ihr seht hier diese Linien, das sind die Höhenlinien. Also ich weiß, geht es da bergauf und wie viel geht es da bergauf? Schauen wir das so an. Hier ist es zum Beispiel so, dass jede Linie 20 Höhenmeter sind. Also da muss man sich einmal ein bisschen damit befassen, dann erkennt man das auch sofort, dann weiß man das auch. Und ich sehe hier, das ist jetzt nicht so ein langer Trail. Ich würde jetzt mal Daumen mal B sagen, nicht ganz 500 Höhenmeter. Stimmt das, Martin? Mhm. Ich bin jetzt dabei, ich habe nur ein bisschen Antworten kurz auch schon gegeben. Ja, super. Genau. Jetzt hat man auch gleich was zu tun. Multitasking geht ein bisschen, was am Bike geht, mehr am Computer bin ich nicht so die Koryphäe. Ach gut, dann mache ich jetzt einmal alles. Dann sage ich den Leuten jetzt einmal, wie Off-Grid funktioniert oder wie wir das jetzt planen können oder mit einbauen. Das heißt, mir gefällt die Tour eigentlich sehr gut, aber ich denke mal, hey, ich hätte noch Zeit, da noch einen Trail mitzunehmen. Und dann schauen wir da, ich könnte jetzt beispielsweise Punkt für Punkt planen, also mir Wegpunkte setzen. Oder aber ich lasse das Komoot machen, weil ich weiß ja, ich will, ist ja auch wieder ein Highlight hier, ich will zu diesem Startpunkt. Dann füge ich mir das einfach zur Tour hinzu. Zack, und Komoot ist smart genug, dass Komoot erkennt, es ist gescheiter, am Anfang das gleich mitnehmen, weil es auf dem Weg liegt. So, jetzt, wenn wir uns das jetzt anschauen, wo fahre ich denn da hoch? Passt es? Ist das ein offizieller Mountainbike-Weg? Dann sehe ich das nicht mehr, weil diese blaue Linie davor ist. Wie ihr euch da behelfen könnt, und das geht nur am PC und nicht am Handy. Ihr drückt die Taste M wie Maps und dann verschwindet diese Planungslinie. Und es kann sehr, sehr hilfreich sein, wenn ich nochmal schauen will, was habe ich denn da jetzt geplant, wo bin ich denn da unterwegs? Wenn ich die Taste M wieder drücke, dann ist die Tour wieder da oder die Route wieder da. Also das kann sehr hilfreich sein. Was noch hilfreich ist, ich sehe das jetzt sehr schön in der Karte. Ich würde mir das aber ganz gerne mal im Satelliten anschauen, weil ich habe zwar hier Wegbeschaffenheit. Ich kann mir das ganz, ganz genau anschauen, wo ist denn hier was, wo ist ein Single Trail, bin ich hier irgendwo auf einer Hauptstraße. Also auch hier kann ich meine Route nochmal anpassen, indem ich einfach mit dem Cursor drüber gehe
Und dann seht ihr schon, dann wird es weiß in der Karte. Und ich weiß, wo sich dieser Abschnitt befindet und kann gegebenenfalls eben diese Abschnitte nochmal ändern, wenn ich sage, beispielsweise, ich hätte jetzt sehr, sehr viel Bundesstraße drin und das will ich nicht, dann könnte ich das jetzt hier nochmal anpassen. Genau. Ich sehe hier, Komoot plant mir nicht unbedingt das, was ich will. Also ich will schon diesen Trail hier auch noch mitnehmen. Schauen wir nochmal. Unten plant er über diesen Trail, oben nicht. Dann gehen wir da nochmal rein und passen das händisch an. Also das heißt, wenn mir etwas nicht so passt, wie Komoot plant, dann setze ich mir hier einfach einen Wegpunkt rein und dann plant mir Komoot drüber. Oder aber, wie ich hier sehe, es ist super coole Gegend, also ich glaube, da waren einige schon unterwegs, es existiert nämlich auch ein Highlight, füge ich mir zur Tour hinzu und automatisch passt sich das an und geht über den Trail runter. Cool. So, jetzt haben wir mittlerweile fast 1400 Höhenmeter und was ich jetzt hier sehe, wie der Martin am Anfang heute schon angesprochen hat, da geht ja eine Bahn rauf. Und wenn wir jetzt wüssten, vielleicht von einem Local, von der Tourismusregion oder wir haben jetzt heute einen Local dabei, den Martin, wie schaut es denn aus? Diese Bahn nimmt die Bikes mit. Ja, Kirchberg ist da recht gut übersetzt. Also die zwei Wege sind offiziell, da ist der Bike-Transfer integriert. Mhm. Wenn wir machen, dann darf man jetzt einiges sparen. Gell? Eben, weil dann hätten wir das richtig einsetzen in der Tourplanung. Genau. Genau, dann schauen wir mal, weil es ist ja so, sobald ich mit einer Bahn fahre, also sobald ich einen Transfer drin habe, das muss nicht nur eine Bahn, das kann auch mal eine Fähre zum Beispiel sein, aber was kann es noch sein? Es kann auch mal sein, dass ein Trail nicht eingezeichnet ist, ich weiß aber, ich kann da fahren. Und dann existiert da kein Weg. So, jetzt kann ich eigentlich nicht darüber planen. Dazu gibt es Off-Grid-Planung. Off-Grid heißt nur so viel wie, ich plane auf nicht auf einem Weg oder auf einem nicht existenten Weg. Das mache ich so, dass ich mir kurz davor, so mache es halt ich, dass ich mir dann nichts in der Route zerschieße, dass ich mir kurz davor einen Wegpunkt setze, zur Tour hinzufügen. Das ist für mich immer nur ein bisschen zur Sicherheit, dass ich mir diese Off-Grid-Section, das werdet ihr jetzt gleich sehen, was da passiert, einfach einmal dass ich da eine Sicherheit habe. Und dann setze ich mir einen weiteren Wegpunkt von da weg, eine gerade Linie basieren soll, auf einem Nichtweg. Ich nehme dann einfach Wegenfolgen hier raus und automatisch folgt Komoot nicht mehr den Wegen, was Komoot ja normalerweise macht. Das machen wir jetzt. So, und was wir jetzt hier sehen, eine gerade Linie rauf bis zum nächsten Wegpunkt. Und das ist genau, wo wir das haben wollen, weil hier der Lift drauf geht. Das heißt, ich habe es für mich richtig eingezeichnet. Wenn ich jetzt eine Off-Grid-Section setzen will, was jetzt nicht eine gerade Linie ist, sondern ein Trail, der nicht eingezeichnet ist in der Karte, kann ich das wirklich Stück für Stück für mich anpassen. Das heißt, Off-Grid kann ich so planen, hundertprozentig, wie ich das will. Ich nehme das einfach nur her und ziehe das in die Richtungen, wie es mir passt. Das ist jetzt heute wieder, das ist mir schon einmal passiert, ein schöner Vorführeffekt, dass es nicht funktioniert. Sollte bei euch aber funktionieren, dürft es gerne probieren. Ich glaube, da ist mein Computer so ein bisschen überfordert gerade. Man kann diese Linie hin und her ziehen, wie man das haben will. Genau, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Ich würde trotzdem sagen, wir verbinden das. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel noch den Schwarzsee mitnehmen. Also ihr könnt hier wirklich noch Wegpunkte hinzufügen, wie ihr das haben wollt. Für mich ist die Tour jetzt, gefällt mir ganz gut so. Jetzt sagen wir auch Hin- und Rückweg, weil wir haben unser Auto da stehen. Und jetzt fragen wir den Martin mal, was meinst du, wäre das jetzt eine Tour, wo du mitfahren würdest? Haben wir da was Gescheites geplant oder ist das ein Blödsinn? Was da jetzt von der Homogenität für die Tour spricht, ist, dass sie zum einen relativ viel Abfahrtsmeter hat, Tiefenmeter. Also wir reden von 1000 selber treten an der Fleckalmbahn und ein paar Höhe und 500 mit dem Shuttle. Was ebenso dafür spricht, ist, dass sie die gleiche Schwierigkeit vom Trail hat. Also ich habe nicht unausgewogenen Trail, ich habe diesen Fleckalmtrail mit S2 und gleichzeitig auch den Easy Hosel Trail. Das ist natürlich auch eine super Sache. Also weiß ich, ich habe da ähnliche Trails von der Schwierigkeit.
Was man da natürlich verbessern könnte, ist, was ich zuerst angesprochen habe, man könnte schauen, ob man den Fleckhau im Trail zur Hälfte abkürzt im Uphill. Ob man da eine Straße findet, was vielleicht den Trail schneidet und wo ich dann nur zur Hälfte rauffahre und sage, okay, wenn es mir da vom Treten nicht mehr geht, dann habe ich die Hälfte Abfahrt und fahre dann zum Geisberg Shuttle. Das war ebenso eine Möglichkeit. Stimmt, das ist das, was du gerne machst, dass du einfach eine zweite Option machst. Genau. Das macht Sinn. Genau. Wir haben jetzt da zum Beispiel einen Wegpunkt gesetzt, deswegen wäre es jetzt da gar nicht möglich, aber ich würde jetzt die Tour speichern. Genau. Und dann, so wie es der Martin sagt, einfach nur mehr eine zweite Tour. Ich würde mir die als Basis nehmen, dann muss ich nicht wieder komplett selbst, also dann muss ich nicht wieder alles neu planen. Das könnt ihr gerne machen, dass ihr sagt, so, die speichern wir uns jetzt. Und dann nehme ich aber meine gespeicherte Tour und machen wir, so wie es der Martin gesagt hat, noch eine zweite, zur Sicherheit eine kürzere. Also das könnt ihr dann gerne machen. Wir haben die Zeit heute nicht mehr. Und es gibt aber dazu, was sicher ein interessanter Aspekt ist, dann habe ich einfach die Tour, wenn ich die Tour zum Beispiel jetzt nicht mehr mache, weil ich bin letzten Tag in Kirchberg und das ist Abreise, aber ich habe noch einen halben Tag, dann sage ich, okay, ich konnte den Fleckhandel zur Hälfte machen, ich habe mir auch schon geplant, ist nicht viel Arbeit, und dann ziehe ich mir den raus und mache den. Dann habe ich natürlich gewonnen. Und das ist, finde ich, ein cooles Feature. Sehr cool. Dazu sei eines gesagt. Gut, dass du das ansprichst, Martin, weil da haben immer wieder mal Nutzer ihre Schwierigkeiten. Ich habe ja da dieses Highlight mitgenommen, hinzugefügt. Und man sieht, dieses Highlight geht wirklich von oben bis unten. Sobald ich so ein Highlight hinzufüge und jetzt, wie der Martin gesagt hat, beispielsweise nur den halben Fleck am Trail mitnehme, kann das zu Schwierigkeiten führen, weil natürlich Komoot davon ausgeht, ich will den ganzen Fleck am Trail fahren, weil ich dieses Highlight hinzugefügt habe. In dem Falle müsstet ihr das Highlight entfernen, damit Komoot die dann nicht wirklich komplett hier rauf navigiert. Genau. Aber das ist ja eine Übung, dass wir das einmal durchgehen, dann hören das die Leute mal ein bisschen und können es besser verstehen. Genau. Ja, wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt oder dann wirklich bei der Planung selbst auf irgendwelche Sachen stoßt, wo ihr sagt, warum ist denn das so, wie geht denn das? Ihr habt auch hier dieses Fragezeichen und da findet ihr alle Infos, also wirklich alle Basics, aber diese Tastenkürzel auch, also was ich kurz angesprochen habe, dieses M zum Beispiel, da ist das auch nur mal ganz genau erklärt. Also das kann ich euch nur mit auf den Weg geben, unbedingt da mal reinschauen. Auch die Legende ist da mit drin, was heißt denn was. Würde ich auf jeden Fall da reinschauen. Was ich noch machen würde, zum Schluss oder immer wieder dazwischendrin mal, dass ich mir das Ganze im Satelliten anschaue, ist es wirklich so, wie auf der Seite beschrieben. Weil, wie der Martin gesagt hat, es kann ja auch mal in OpenStreetMaps was falsch hinterlegt sein, zum Beispiel. Oder aber es steht zum Beispiel, jetzt warte mal, da steht Kies, loser Untergrund, ja, was ist ein loser Untergrund, ich will mir das nochmal im Detail anschauen, dann kann ich das hier anklicken und kann man das wirklich nochmal im Satelliten, da muss ich natürlich sehr weit reinzoomen, im Satelliten anschauen. Was hier auch hilft, ist, dass ich die Taste M wieder drücke und dann habe ich da ein bisschen eine bessere Übersicht über das Ganze. So, dann ändern wir die wieder auf die Mountainbike-Karte und ja, so kann ich eigentlich auch nochmal vorgehen, dass ich mir da die Wegtypen nochmal ganz genau anschaue, die Wegbeschaffenheit nochmal im Detail anschaue, wo ist denn was. Und dann bin ich eigentlich eh schon zufrieden mit meiner Tour. Dann schaue ich mir das Höhenprofil noch an. Das ist natürlich auch etwas, da zeigt es mir nämlich sofort an, wenn es richtig steil wird. Beispielsweise jetzt mit Leuten unterwegs, wo ich weiß, man, die wollen das nicht, die wollen nicht so steile Geschichten fahren, dann ist es sehr cool, dass ich mir da im Detail nochmal anschaue, wie steil ist denn das Ganze? Was ist denn das, was für Untergrund? Wie schaut denn das Ganze aus? Da habe ich wirklich nochmal ganz detailliert alle Infos und kann mir gegebenenfalls, wenn ich jetzt sage, wow, der Abschnitt würde mich jetzt mal interessieren, dann klicke ich mir das an, ziehe das lang, und dann geht es automatisch in der Karte. Also ich komme automatisch in die Karte genau an den Punkt rein und kann da nochmal gegebenenfalls, wenn die Möglichkeit besteht, also ab und zu gibt es einfach keine andere Option, dann muss ich es eh so lassen. Aber ich hätte hier sonst nochmal die Möglichkeit, das einfach zu verschieben. Schauen wir mal, ob das da möglich ist. Nein. Ihr seht es eh. Also da kann ich nicht lang. Der Weg ist da vorbei. Ich muss eigentlich darauf, wenn ich jetzt nicht unbedingt irgendwie über so einen Weg darauf will, ich muss eigentlich darauf. Also da könnte es halt dann einfach nicht aus. Aber so kann man sich das auch nochmal im Detail anschauen. Was ich noch kurz einschmeiße, weil jetzt ganz viele Fragen gekommen sind bezüglich ob so Karteninhalte. Also ihr habt ja rechts die Möglichkeit, bei den Layers die anderen Karten zu nehmen, oder? Und genau. Zum Beispiel auf der Open Cycle Map, wenn es dann ganz reinzoomt,
dann habt ihr oft die Möglichkeit, dass Wirtshäuser, Wasserstellen etc. markiert sind. Da zu dieser Frage, wenn es Wasser braucht etc. Zum Thema E-Biken, Laden etc. Naja, E-Bike laden ist natürlich nicht Quick-Charging innerhalb von einer Viertelstunde, das sind schon mehrere Stunden. Du musst das Wirtshaus auch passen, weil du musst wirklich mal sitzen können. Das muss ja was gut sein. Da würde ich euch empfehlen, Recherche zu betreiben. Was ist das für ein Wirtshaus? Wann sind die Öffnungszeiten? Und natürlich schauen, ob ich da laden kann. Das gehört zu einer Turmplanung dazu. Also pauschal nur auf die Karte schauen, schnell und sagen, oh, das ist ein Wirtshaus. Stimmt, da kann ich laden zum Beispiel. Jetzt und da, keine Ahnung, Meierl ist doch cool. Meierl, das ist doch ein bekannter Name. Das hat noch, die haben doch in Wien da so viel. Nachschauen, ob es im Sommer auch funktioniert. Recherche betreiben und dann diese Planung einrechnen. Und daher muss man aber wissen, mit dem E-Bike, wie viele Höhenmeter schaffe ich und wo lade ich. Und das ist wichtig. Und das gehört zu der Tourenrecherche dazu. Und das kann man sich natürlich dann als Punkt setzen. Und dann vielleicht gibt es eine kurze Abweichung. Das heißt, von dieser Standardroute, wenn ich vielleicht 100 Höhenmeter wegfahre, E-Bike lade und wieder zurückfahre, ist ja mit dem E-Bike kein Problem. So würde ich das betreiben und so mache ich das auch selbst. Cool. Und wenn man jetzt natürlich ein schlechtes Kartenmaterial hat, dass man in einer Gegend ist, wo einfach wenig Informationen in der Karte sind, dann Thema E-Bike, zweiter Akku. Oder Aufdopplungsakku. Es nützt einfach nichts, weil man kann sich dann auch nicht verlassen, dass Hütten offen haben. Ich habe es gerade jetzt gemerkt, in der Covid-19-Geschichte, gewisse Hütten haben offen, gewisse haben aber Steckdosen hergerichtet, was sagen, jetzt könntest du laden, jetzt könntest du viermal diesen Test. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Und eure anderen Informationen, wenn sie nicht in der Karte sind, probieren, ob ich es im Internet finde. Und das meiste ist aber wirklich auf dieser, ich nehme diese Open Cycle Map ganz, ganz gern her. Erstens ist es sehr übersichtlich. Und total für Informationen. Also genau, die da, die ist wirklich super. Klicks einmal an und schauen wir mal in Kirchberg rein, ob wir was finden. Dann gehen wir zum Zentrum von Kirchberg, ob wir da irgendwas haben, ob wir da irgendwo Informationen haben. Dann haben wir das nur schnell, dass das ist, versteht, was ich da wirklich meine. Was ich dazu auch noch gerne sagen darf, also wir haben jetzt da die Open Cycle Map, aber auch unabhängig von welcher Map ihr verwendet, ihr könnt natürlich Points of Interest auch hinzufügen. So wie ihr jetzt diese Highlight-Dots seht, könnt ihr auch hier einfach sagen, so, ich würde zum Beispiel, hey, wir wollen ja irgendwo einen Kuchen auch essen, oder Martin? Also jetzt haben wir eine lässige Tour, wir wollen jetzt schon einmal schauen, wo sind denn da irgendwo von den Restaurants oder was, füge ich mal hinzu. Wo sind Toiletten oder wo gibt es Trinkwasser zum Auffüllen, füge ich mir jetzt zum Beispiel auch hinzu und sehe ich gleich, da geht der Blocken überall so Punkte auf. Also das heißt, auch mit Ladestationen und so, natürlich immer mit Vorsicht zu betrachten. Nur das, was wirklich in OpenStreetMaps eingetragen ist, findet ihr auch hier. Also es ist nicht immer komplett. Oder auch ein Trinkwasserbrunnen kann mal im August dann einfach nur trocken sein. Genau so ist es. Es kann nicht alles passieren. Deswegen immer Double-Check, ganz klar. Aber es ist natürlich einmal ganz cool zum Sehen. So, jetzt schauen wir mal in der Karten. Weil eigentlich darf es ja Sinn machen, Martin, wenn man echt nach unseren Sachen Anstieg irgendwo was finden, wo man halt einfach einen Kaffee und einen Kuchen oder keine Ahnung, Bier trinkt man quasi vor der Abfahrt. Aber auch, dass man einfach nur mal schauen kann, wo ist denn da was? Da zum Beispiel geht was auf. Cool war natürlich, wenn da irgendwo was war. Ja. Da muss ja wohl irgendwo da Sonnenbrühl, soll man das mitnehmen? Da, einfach her. Da, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, ja. Perfekt, das könnt ihr natürlich auch hinzufügen. Also ihr könnt jetzt auch sagen, cool, Restaurant, da immer aufpassen. Wegen Folgen ist kein Haken mehr drin. Das ist, weil ich zuerst off-grid geplant habe. Würde ich das jetzt machen, kann es mir meine Route zerschießen. Wenn auch so etwas mal passiert, einfach mit dem zurück, könnt ihr wieder auf eure Ursprungsroute zurück, also den letzten Punkt, den ihr gesetzt habt. Also wegen Folgen da auf jeden Fall wieder rein. Fügen wir zur Tour hinzu und da gehen wir dann einfach einen Kaffee trinken oder einen Kuchen essen, würde ich sagen. Dann haben wir das auch dabei. Genau. Du wolltest aber auch noch was zeigen, Martin. Ja? Ich habe dich jetzt einfach unterbrochen. Es tut mir leid. Genau, ich wollte da nur zeigen, wenn man wirklich drin ist im Dorf Kern. Da hoffe ich, dass der Kirchberg einige Informationen sieht. Ich habe selber nicht geschaut, in Kirchberg aufgewachsen bin. Ah, oh, da geht schon los. Scheiße. Jetzt da was Gelbes, jetzt der Bäckerei, Spielplatz. Also das ist ja Hammer. Und da ist jetzt wirklich einige Informationen durch diese Karte, was wir da so haben. Und an denen könnt ihr halt natürlich stützen. Die Garantie entsteht nicht, aber ich kann ja zum Beispiel schauen, wenn ich dann bin, Kaffee Burgstall, hat doch einen coolen Namen. Gehe mir nach, haben die offen. Oder Kaffee Rheinbar, und die was, gucke ich da mal nach. Und so muss ich einfach die Tourenplanung machen. Und daher braucht man ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden, wenn man in einem fremden Gebiet ist. Wenn jetzt mir einer schreibt in Kirchberg, sage ich, hey cool, fahr einen Fleckheim-Trail, der wird da gefallen, nimm dann einen Lift zum Gastberg-Trail. Okay, das habe ich wieder gesagt.
das hast du da aufgeschrieben und dann gehst du in die Planung und dann probierst du es einfach so. Und mit der Zeit hat man richtig schnell und richtig gut. Cool. Das heißt, wir speichern uns jetzt mal die Tour, weil der Martin im Markt gemeint hat, also wir haben von ihm so dieses Check, ja, das passt, das ist eine coole Tour. Die speichern wir uns jetzt mal. Dauert ein bisschen. Und das Coole ist, ihr könnt diese Tour dann auch wirklich mit euren Freunden teilen. Ihr könnt es auf Facebook teilen. Ihr könnt es via WhatsApp anderen schicken. Ihr könnt sie aber natürlich auch privat halten. Wenn ihr sagt, nö, ich will jetzt nicht, dass das jemand anderer sieht, dann könnt ihr die auch in eurem Profil komplett privat lassen und niemand sieht es. Genau. Ja, so viel. Also ich hoffe, es hat euch ein bisschen was geholfen, dass ihr euch auch wirklich mal rantraut, selbst zu planen. Einige haben ja schon ein bisschen Erfahrung. Einige waren ja dabei, die haben noch nie selbst geplant. Probiert es einfach mal aus. Und wir haben jetzt noch eine kleine Challenge vorbereitet. Die ist schon kurz vor 19 Uhr. Und zwar, mal schauen, nicht, dass ich da jetzt dann gleich die Lösungen zeige. Das wäre eher blöd. So, ihr könnt jetzt diesen QR-Code scannen mit dem Handy. Wer das nicht kann, ich werde jetzt über das Chat-Fenster auch nochmal diesen Link teilen. Dann geht ihr mal in diese Tour rein und dann werde ich jetzt die Fragen mit euch teilen. So. Und 3, 2, 1. Ah, die Diskussionsteilnehmer können auch abstimmen. Martin, jetzt kannst du auch mitmachen. Los geht's. Ich bin da so total versunken in diese ganzen Fragen und Antworten. Ihr habt echt sehr tolle Fragen gestellt. Das passt auch. Machen wir so. Wir bearbeiten jetzt ein bisschen die Frage in der Zwischenzeit. Und ihr könnt in der Zwischenzeit die Challenge machen. Es gibt auch was Cooles zu gewinnen für die Schnellsten und die, die alle Fragen richtig beantworten. Wir werden die Gewinner dann per E-Mail benachrichtigen. Ja, die Ersten kommen schon rein, die Ersten antworten. Wir schauen uns dabei die Fragen ein bisschen an. Wir geben euch jetzt einfach ein paar Minuten Zeit und wir kümmern uns in der Zwischenzeit einfach mal um die Fragen, würde ich sagen. Muss ich schriftlich machen oder sollen wir es? Wir können es jetzt eigentlich auch in der Zwischenzeit live beantworten, würde ich sagen. Also ich picke mir jetzt einfach mal die erste Frage hier raus. Wird es diese Karte auch in der Komoot-App geben, wo die Trails angezeigt werden? Ja, man muss aber dazu sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, das ist Bestandteil von Komoot Premium, ist ein Subscription-Modell, das heißt, ist eine monatliche Gebühr drauf. Ich sage aber immer dazu, es ist nicht zwingend. Also ihr seht Trails auch ohne Premium, es macht es natürlich einfacher. Also wenn ich sofort sehe, hey cool, da sind die Trails, ohne dass ich weit reinzoomen muss, macht es die Planung einfacher. Aber es geht auch ohne. Genau. Dann haben wir, ich habe eine Tour geplant, der Helmut, ich habe eine Tour geplant und will die abfahren. Kann ich gleichzeitig Navi laufen lassen und zusätzlich dabei meine Strecke auch aufzeichnen? Nein. Also es ist so, wenn du jetzt mit dem Handy navigierst, zeichnet es automatisch auf. Das heißt, wenn du jetzt eine Tour nimmst und dich navigieren lässt, automatisch wird deine Tour sowieso aufgezeichnet und dann kannst du sehr wohl Fotos, Highlights etc. hinzufügen. Das ist möglich. Genau. Aber man kann ja währenddessen die Foto-App am Handy aufmachen und ein Foto machen und nachträglich importieren. Das wäre eine Möglichkeit. Genau. Oder die Highlights einfach mit Foto festhalten und nachträglich einsetzen. Da kennt ihr schon auch richtig gut aus. Sehr cool. Dann haben wir, wäre natürlich auch cool, wenn Ladestationen vermerkt wären. Das haben wir eh schon, Anne, das haben wir eh schon angesprochen. Die genau. Ladestationen, genau die in OpenStreetMaps eingetragen sind. Kurz Unterbrechung, Manuel, es gibt eine App, Wattfinder. Mhm. Ich glaube, ich heiße die, bin mir nicht sicher. Da sind die ganzen Ladestationen drinnen. Müsst ihr mal googeln. Gibt es eigene App, da sind alle Ladeboxen rund um und drin, aber wenn wir Ladestationen sind, da wird ja überlegen, ob sie ihr E-Auto kauft. Und schaut mal danach, so E-Bike-Lade-Apps, die kann man dann parallel haben als Hilfe nur, ist ja nichts Schlimmes. Und wenn man das da nicht so, man hat die Lust, kann man es natürlich da vermerken und mit der Zeit wird sich das einbinden. Es ist ein relativ neuer Sektor und unter Anführungszeichen neu, aber der boomt halt und da kommt sicher mehr. Genau. Und mehr. Sehr cool.
Ja, also wir haben noch einiges an offenen Fragen. Es ist jetzt so, wir haben schon 19 Uhr. Ja. Und ich würde sagen, der Martin und ich werden uns die Fragen nochmal ganz genau anschauen. Wir werden eigentlich dann nochmal eine Mail schicken mit den Fragen, die wir euch schuldig sind. Ich beende jetzt auch das Gewinnspiel, weil die meisten haben schon gewotet. Ich werde es dann auswerten und ihr werdet hier auch eine Benachrichtigung bekommen. Natürlich schauen wir uns kurz an, was denn die Lösungen sind. Also, erste Frage, wie viele Höhenmeter legen wir zurück? Es sind 1410. Der erste Trail, das war der Lisi Osel Trail, den haben wir sogar als Highlight hinzugefügt. Der war rot und rot heißt, es ist ein S2 Trail. Und Single Trail Kilometer waren 10,2. Das müsstet ihr, wenn ihr ein bisschen runtergescrollt habt, müsstet ihr das gesehen haben. Genau, also wenn ich mir das jetzt anschaue, ja, da haben wir schon einige richtige dabei. Ein paar falsche auch, aber einige richtige dabei. Also bin ich mal gespannt, wie schnell die schnellsten waren. Ja, Fragen und Antworten haben wir in der Zwischenzeit gemacht, haben wir leider nicht alles geschafft, aber das haben wir schon fast gedacht. Da geht es noch, weil da sind ja einige Fragen gekommen. Kann man gestriegelte Wege Trails fahren, wenn sie nicht kategorisiert sind? Ja, das ist natürlich die Frage aller Fragen bei uns Bikern. Ich sitze ja stundenlang auf Kartenmaterial, analog oft, fügt da was zusammen. Es gibt Gebiete, die, wo man gefühlt der erste Biker. Man muss halt da Recherche betreiben. Oft waren diese Wege historisch, dass man sagt, da oben ist eine Alm, da oben ist irgendein Gebäude, irgendeine Befestigungslinie gewesen, dann kann man sie fahren. Und ansonsten kann man ein bisschen googeln, ob das als Wanderung möglich ist, wie schwer die war. Und wenn das alles nichts nutzt, dann heißt es einfach probieren. Ja, man kann die Tour nur so gut planen, man weiß natürlich nicht, was los ist. Also man kann nicht pauschal sagen, ein gestrichelter Weg ist fahrbar. Genau. Erden werden oder der Heilige Gral dreht. Also zu dem Thema, mittlerweile haben wir ja auch Tipps zu den Touren. Und da sind auch Infos dabei, wenn ein Weg verboten ist. Also einfach auch, dass ihr wirklich seht, okay, da darf ich nicht fahren. Diese Infos kommen aus OpenStreetMaps. Das heißt, wenn das in OpenStreetMaps hinterlegt ist, dann wird dich Komoot auch warnen, hey, aufpassen, du darfst hier nicht fahren. Ja. Und dann ist natürlich immer in eurem eigenen Ermessen, wo darf ich fahren? Macht es da Sinn? Sind da sehr viele Wanderer? Bin jetzt am Wochenende unterwegs, wo einfach mega viele Wanderer unterwegs sind. Macht es jetzt Sinn, dass ich wirklich da fahre? Einfach so ein bisschen selbst reflektieren und nachdenken. Und SAAC besuchen. Und der Martin wird euch da ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze dann in der Praxis ausschaut. Hier sind nochmal die Termine. Also, super, ja. Genau, es geht ja los, Zillertal Arena, 4.7. Und richtig dann geht es cool. Eigentlich durch bis Oktober. Ziemlich straffer Kalender, würde ich sagen. Sehr cool. Ja, richtig cooles Programm, die Olympia-Region Seefeld und so. Da geht einiges, also wirklich coole Destinationen durch ganz Tirol bis Südtirol verteilt. Also überall Angriffspunkte, würde ich sagen. Wenn man dann nicht unbedingt kommen, weil Gebiete, was man nicht kennt, findet man ja dann selber eher schwer oder zum Probieren eher schwer. Mhm. Und vielleicht gibt es uns ein Feedback, wie interessant es für euch wäre, Entschuldigung, ein SAC-Camp mehr Tourenplanung mäßig machen. Vielleicht lässt sich da was machen, dass man das dann aufbaut, spezifisch auf Tourenplanung. Also der mehr Inhalt Tourenplanung wirklich oder 80% Inhalt Tourenplanung mit dieser Tour, was plant ist, dann auf Tour gehen. Wie das Feedback ist, vielleicht stellt man was auf die Füße und wird das auch genommen. Sehr cool. Da bin ich auch gespannt auf das Feedback. Das muss man dann auch sagen. Es gibt für euch, und dass ihr wirklich jetzt rausgehen könnt und planen könnt, bekommt ihr noch ein gratis Regionspaket von uns. Dieser Code ist nur bis morgen gültig. Das heißt, schnell einlösen und dann könnt ihr eigentlich schon. Also wir machen das nur, nicht, dass ihr jetzt da sofort den einlösen müsst, aber weil solche Codes natürlich dann immer sehr gerne geteilt werden und deswegen schauen wir dann, dass wir dann wirklich dann nur für einen Tag gültig machen und viel Spaß auf jeden Fall damit und ja, ich bedanke mich mal für eure Zeit. Martin, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, das Co-Host war super cool, war echt cool, sehr viele coole Insights auch von deiner Seite und ja, dann hoffen wir, ich würde sagen, dann hoffen wir, dass wir einige bald in einem SAAC-Camp sehen oder am Trail dann sogar, wenn sie selber die Tour geplant haben, was ja noch cooler ist. Genau, dann sehen wir uns am Trail oder bei der Ladestation. Ich fahre doch auf E-Bike. Da sieht man vielleicht auch mal oder so. Also vielleicht sieht man sie dann und wann einmal. Ich sage danke für die Einladung. War super cool, gerade in so Zeiten, dass man sowas machen kann. Super genützte Zeit, würde ich sagen.
Wetter war dementsprechend bei uns, also ideal. Perfekt. Trotzdem hoffen wir bald einmal am Trail jetzt. Cool. Ja, macht es gut. Schönen Abend und happy planning, würde ich sagen. Ja. Tschüss, auch. Macht es gut. Schönen Abend. Die Vicky.